Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play OpenTTD. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, wir sind inzwischen bei Folge 100? Ja, müsste Folge 100 sein. Ist noch lange nicht genug, ja, aber habe ich mir irgendwas zum Jubiläum Besonderes ausgedacht? Nö, natürlich nicht. Wie sonst auch in allen anderen Let's Plays. Was ich in dieser Folge eigentlich machen wollte, ist erstmal eine ganze Menge Zeitraffer, denn es gibt einfach nicht viel Interessantes zu tun momentan auf diesem Netzwerk. Zumindest nichts, wo es irgendwelche Erklärungen oder dazu gebe, die ich da groß geben müsste. Im großen und ganzen Kontext bauen wir gerade unser Frachtnetzwerk, was sich hier befindet, um auf ein neues Wartungssystem, das verhindern soll. Ich hoffe mal, das tut es dann wirklich, aber es sieht bisher ganz danach aus, dass Züge falsch abbiegen an Kreuzungen, weil sie ein nahes Depot aufsuchen wollen und dadurch auf eine falsche Strecke geraten, ohne die Möglichkeit haben, danach wieder umzudrehen. Ja, das Problem habe ich ja schon zur Genüge erklärt. Neue Depotstrecken sollen ungefähr so aussehen und da kann man dann die Züge hier explizit ins Depot schicken, wenn sie denn an diesem Punkt hier die Wartung benötigen, was sehr praktisch ist. So, dabei bauen wir das Ganze gleich noch auf einen kleineren Signalabstand, nämlich von 2 um. Bisher war der Signalabstand 4 und der Signalabstand von 2 ist, glaube ich, bis hier inzwischen durchgezogen. Auf den ganzen Sidelines, die ich hier habe, noch nicht. Was ich jetzt also als erstes mal im Zeitraffer machen werde, ist diese alten Depotstrecken abzureißen, die sich hier noch auf diesem kleinen Hub befinden und dann den Signalabstand umzustellen. Und danach sehen wir uns wieder, dann muss ich mir nämlich überlegen, was wir mit diesem ganzen Ding hier machen. Erstmal die alte Depotstrecke kommt hier sicher weg, aber hier gibt es noch einige Sachen, die nicht ganz optimal laufen. Hier habe ich zum Beispiel noch dieses alte Wechselsystem drin, was ich inzwischen schon lange nicht mehr benutzen wollte, für zweigleisige Strecken. Bei dem Züge dauernd das Gleis wechseln wollen, wenn die Gleise unregelmäßig belegt sind und das ist alles ein bisschen dumm. Ich werde aber nicht die ganze Station abreißen und neu bauen, das wäre Schwachsinn, aber so die Sachen, die mir daran nicht gefallen, werde ich sicherlich ausbessern. Also starten wir mal den ersten Zeitraffer und bauen hier die Kreuzung ein bisschen um und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. So, das hat ein Weilchen gedauert, wie ihr gesehen habt, habe ich hier leichte Probleme mit der Symmetrie, weil es einfach daran liegt, dass das hier nicht geht. Man kriegt das nicht symmetrisch hin, das ist ein bisschen blöd, mit einem Signalabstand von 2, denn ich müsste rein theoretisch genau hier, damit ich das Ganze in einem Feld machen kann, müsste ich genau hier abbiegen und da habe ich eben genau die Signale, was nicht geht, weil ich die Signale auf der Mainline gerne symmetrisch halten möchte. Deswegen sieht das hier ein bisschen hässlich aus, ist egal, die Kreuzung ist sowieso nicht die schönste. Da ist es dann nicht mehr ganz so schlimm. So, hier bei dieser Station, da fangen jetzt die Probleme erst richtig an. Was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass ich hier diese ganze Wechselgeschichte wegmachen möchte. Die Züge sollen sich hier bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof entscheiden, auf welches der beiden ausfahrenden Gleise sie rauf wollen. Diese beiden haben weiterhin, genau wie es hier jetzt auch ist, die Möglichkeit, eines der beiden ausfahrenden Gleise zu joinen und dürfen sich aussuchen, welches das ist. Und die brauchen nur ein Ausfahrtgleis, denn davon gibt es nicht ganz so viele. Muss man mal gucken, ob das über längere Zeit so bleibt. Aber jetzt momentan ist es erstmal so. Das heißt also, die Strecke hier hinten werde ich jetzt erstmal umbauen und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen.
So, hier muss ich tatsächlich gerade meinen Schnitt machen. Ich habe tatsächlich vollkommen vergessen, wie das geht. Ich will hier vermeiden, dass sich Züge gegenseitig überschneiden können. Das heißt also, dass ein Zug, der auf eine Linie fährt, einen Zug blockiert, der eigentlich auf die andere Linie will. Was dann passieren kann, wenn das Ganze zum Beispiel so gebaut wird. Moment. So zum Beispiel, so. Und nehmen wir mal an, der erste Zug fährt hier raus und fährt dann hier lang. Dann blockiert er halt dieses Gleis hier komplett. Und der Zug, der hier steht, eventuell kann dann nicht mehr ausfahren, auch obwohl die andere Linie eigentlich frei ist. Und das ist halt ein bisschen blöd. Andererseits will ich das Ganze aber mit Tunneln bauen und nicht mit Brücken, denn die Züge müssen hier aus dem Bahnhof heraus beschleunigen. Nun ist es natürlich eine Drop-Station, das heißt, sie sollten auch bergauf relativ gut beschleunigen können. Aber wer weiß, vielleicht werden die Züge irgendwann nochmal ein bisschen schwerer im Verhältnis zu ihrer Leistung. Ich weiß es nicht genau. Muss man mal gucken, aber ich würde es ganz gerne einfach mit Tunneln machen. Einfach weil. Das heißt, ich muss hier gerade mal einen Schnitt machen. Selbst im Zeitraffer wird das sonst ein bisschen lang und muss mal ausprobieren, wie ich das hinkriege. Also bis gleich. So, ganz optimal ist das jetzt sicherlich nicht gelöst, aber es geht. Würde ich einfach mal behaupten. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe mir einfach... Jetzt passt hier der Signalabstand wieder nicht, ne? Jetzt passt er aber. Was ich mir einfach gedacht habe, ist, naja, ich habe ja sowieso hier keinen Lord Balancing direkt vor der Station. Sondern ich habe einfach von der doppelgleisigen Mainline jeweils für jedes Eingangsgleis des Bahnhofes komme ich, meine ich, drauf. Ne? Ja, von der anderen Seite genauso. Das heißt also, wenn hier eine Hälfte des Bahnhofes blockiert ist durch einen ausfallenden Zug, der geradeaus fährt, dann ist das nicht so schrecklich schlimm. Die Mainline stockt nämlich dadurch nicht. Die Kapazität des Bahnhofes wird natürlich erstmal verringert, und zwar um die Hälfte, wenn das passiert. Aber die Mainline stockt nicht vollständig, weil auf der anderen Hälfte des Bahnhofes ja weiterhin Betrieb stattfinden kann. Und wenn beide Hälften des Bahnhofes ausfallen, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Was man hier aber auf jeden Fall machen kann, ist, egal in welche Hälfte des Bahnhofes man reinfährt, man kommt auf jeden Fall auf die andere, jeweils andere Strecke, die aus dem Bahnhof wieder rausführt. Und das ist eigentlich, das reicht mir eigentlich. So hoch ist der Betrieb, wie man hier sieht, so hoch ist der Betrieb an diesen Bahnhofen auch nicht. Dass ich hier nun wirklich jetzt die Trickkiste auspacken müsste. Bleibt es also noch hier erstmal so zu bauen, dass man von hier auch auf jeweils beide Seiten von allen Gleisen, und die dürfen sich auch ruhig gegenseitig blockieren, das ist ja nur eine Pickup-Station, da ist es nicht so schlimm, weil das dann nicht so leicht zu einem Deadlock führen kann, wenn die sich gegenseitig blockieren. Und das überhaupt? Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal, also ich will einfach von diesen dreien jeweils auf eine Seite drauf und das machen wir gerade im Zeitraffer. So, ganz symmetrisch ist es nun nicht geworden, aber so schlimm ist das auch nicht. Ist sogar so gebaut, dass man von dem Mittelgleis sogar die Alternative hat, welche Strecke man befahren möchte. Wollte ich nicht eigentlich von beiden Gleisen die Alternative, von allen Gleisen die Alternative haben, welche Strecke man befahren will? Wollte ich eigentlich, ne? Okay, Kommando zurück. Das war nix. So, das wäre das. Wesentlich anders als vorher ist es, glaube ich, dadurch jetzt nicht geworden. Ist aber auch nicht so schlimm. Das hat ja vorher eigentlich schon relativ gut funktioniert. Vor allen Dingen, weil in diesem Bahnhof, wie viele Züge halten? Zwei oder so? Na, drei? Ne, zwei Züge. Könnte man eigentlich mal ein paar mehr einsetzen, das hatte ich auch schon lange vor. Aber, ich will ja jetzt erstmal was anderes machen. So, also das Hintertürchen hätten wir schon mal erledigt hier. Kommt also jetzt
der vordere Bereich und da wird es jetzt ein bisschen hakelig. Weil ich noch nicht so ganz weiß, was ich da eigentlich machen möchte. Also die Depots hier habe ich schon mal abgerissen, denn hier ist ja eine Depotstrecke für alle Züge, die nach rechts abbiegen. Das heißt, hier muss ich irgendwo noch eine Depotstrecke hinbauen für alle Züge, die in diese Richtung wollen. Was nicht so toll ist, weil das hier so eine senkrechte Strecke ist und da Depots ranzubauen ist halt immer ein bisschen schwer, weil man die nur in vier Richtungen drehen kann, nicht direkt an solche Strecken hier dran bauen kann. Das ist ein bisschen blöd. Was ich aber machen kann, ist die Depotstrecke einfach hier hinter diese Station zu bauen. Denn die Züge, die nach hier weg wollen, die wollen ja normalerweise alle in diesen Bahnhof, außer die Züge für Engineering Supplies. Die wollen eventuell hier lang und da kann ich genauso gut hier noch eine weitere Depotstrecke hinbauen für Züge, die hier eventuell auch irgendwann mal durch wollen. Ich weiß nicht, ob es da momentan welche gibt oder nicht. Das heißt also, diese Depotstrecke hier kann ich schon mal komplett abreißen. Die Einfahrt für den Bahnhof werde ich wohl nicht neu machen, die sieht eigentlich ganz frisch aus noch. Aber diese ganze Geschichte hier kann ich dann vergessen und dann kann ich hier das auch ein bisschen vereinfachen, was hier vor. Das heißt, so viel muss ich hier gar nicht vereinfachen, aber hier das Depot kann ich sicherlich wegbauen. Die Vorsignalschaltung hier brauche ich nicht. Es gibt tatsächlich Züge, die hier durchfahren auf der Mainline und Züge, die da drauf joinen wollen. Gibt es, glaube ich, momentan gar nicht, ne? Engineering Supplies liefere ich nicht nach hier oben und ansonsten fährt hier niemand in den Bahnhof rein, der Erze geladen hat. Und von da oben und nach da oben kommen momentan nur Erze. Aber ich mache es trotzdem so, dass man von hier da drauf kommt. Ich werde aber keinen priorisierten Merger in irgendeiner Form reinbauen. Diese ganze Strecke hier hinten kann komplett weg. Denn ich weiß gar nicht, wofür die eigentlich da ist. Ich glaube, für Leute, die hier in das Depot falsch abgebogen sind. Und das Problem haben wir ja demnächst nicht mehr. Das ist also schon mal ganz gut. Okay, machen wir also Zeitraffer an und dann räumen wir hier ein bisschen auf.
So, boah, es war eine schwere Geburt und ich glaube, die Zeitraffer ist ziemlich lange und man sieht, wie ich immer wieder Sachen aufbaue, abreiße, aufbaue, abreiße. Aber ich bin sogar relativ zufrieden. Sieht zwar nach mehr Gleisen aus, was hier jetzt liegt, aber ich finde, es ist trotzdem wesentlich übersichtlicher und wesentlich einfacher als vorher. Und vor allen Dingen stimmt der Signalabstand. Das Ganze ist jetzt so gebaut, dass es hier keine priorisierten Merger gibt, momentan. Und es steht noch zu beobachten, ob sich das zu einem Problem auswächst oder eben nicht. Ich vermute momentan das nicht. Sollte es zu einem Problem werden, dann habe ich hier jeweils genug Platz gelassen, um jeweils einen kleinen priorisierten Merger noch irgendwie reinzubauen, wenn es denn wirklich nötig sein sollte. Und wie gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Ja, den Teil hier hinten haben wir ja schon besprochen. Kommen wir zu dem Teil hier vorne. Hier war es mir wichtig, dass ich von beiden Mainlines auf jeweils beide Einfahrten komme. Egal von welcher Mainline ich komme. Und es ist relativ schwierig, das tatsächlich hinzukriegen, wenn hier eine Farm ist das. Ich glaube, eine Apfelfarm oder eine Obstfarm oder sowas. Wenn die hier im Weg steht und die kann ich halt nicht wegmachen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Oder war es die Katze? Ich weiß es nicht genau. Da schmeißt die Katze kein Wollknäuel. Aber es hat letztendlich funktioniert. Dann möchte ich von dieser Mainline hier... Eigentlich möchte ich auch von der anderen Mainline hier rüberkommen, oder? Aber das kann ich ja machen. Das ist ja kein Ding. Ja, das hatte ich scheinbar vergessen. Oder hat es irgendwann mal gebaut, wieder abgerissen und dann vergessen, wieder aufzubauen. Was ich jetzt hier mache, das ist eine ganz gute Situation, um das zu demonstrieren, was da eben auch bei diesem Bau als Prinzipien zugrunde lag. Und das war nämlich, ich hätte gerne, wenn ich so ein Abzweig habe, wie ich den zum Beispiel hier habe oder wie ich den hier oben habe. Ja, hier passt es jetzt nicht so ganz, aber das ist egal, weil das hier, was hier abzweigt, keine Mainline ist. Also eigentlich ist das hier der Abzweig und nicht das hier. Wenn ich so einen Abzweig habe, wie ich ihn hier jetzt gerade gebaut habe, dann habe ich versucht, wenn es platzmäßig überhaupt möglich war, darauf zu achten, dass da mindestens ein Zug drauf passt, damit nicht jetzt zum Beispiel ein Zug hier an dem Signal wartet und dann hier die Mainline blockiert. Das wäre doof. Ansonsten werden hier die beiden Mainlines auf einen zusammengeführt. Die Zusammenführung geschieht aber erst nach allen Abzweigungen, was denke ich mal recht gut ist, weil dann der Traffic hier auf der Mainline schon wesentlich abgenommen hat, denn im Grunde genommen fahren hier so gut wie keine Züge durch, also die meisten wollen hier in den Bahnhof rein, zumindest momentan noch. Und man kann das Zugnetz immer nur danach auslegen, wie es momentan gerade ist, es sei denn, man hat vorher einen Netzplan gemacht und den habe ich eben nicht gemacht. Hier ist es ein bisschen, nicht so schön mit dem Abstand, aber gut, wenn man mit einrechnet, dass die Züge ja noch hier Platz haben zu warten, dann hier schön nach dem Tunnel bergauf anfahren müssen mit voller Ladung. Und dann hier die Kreuzung blockieren. Es ist vielleicht nicht ganz so toll, aber ich hoffe einfach mal, dass es insgesamt funktioniert. Könnte für den Zweck eigentlich hier gerade nochmal ein Fahrtsignal draus machen, dann wird das Ganze ein bisschen schneller wieder frei hier. Andererseits ist das Ganze relativ einfach eigentlich. Es war nur schwer zu bauen, weil die Platzbeschränkung hier eben sehr stark ist. Also hier oben ist ja nochmal so eine Farm und so. Ja, den ganzen Schmutz hier hinten haben wir einfach komplett abgerissen. Also diese X-Kreuzung und den ganzen Kram und die Depots hier und diese Strecke zur Rückführung und so weiter. Das gibt's alles nicht mehr. Ist jetzt alles straightforward und wie ich finde relativ kompakt sogar geworden für das, was es tut. Ich meine, das ist nicht nur ein Zwei-Wege-Merger oder sowas. Das ist nicht die zweispurige Version von dem, was wir hier oben haben, sondern das ist noch ein bisschen komplizierter, weil hier halt noch eine dritte Spur mit dazu kommt, die eventuell auch hier in diese Richtung möchte. Man möchte von diesen Richtungen auch wieder in alle Richtungen, aber es ist gleichzeitig eine Abfahrt und eine Auffahrt und so. Ich finde, das ist mir schon relativ gut gelungen. Vielleicht geht es auch noch besser, ich weiß es nicht genau. Vielleicht geht es auch noch wesentlich besser, kann gut sein. Dann bin ich aber auf die Idee jetzt nicht gekommen.
ja, ansonsten, wie gesagt, Signalabstand passt. Und hier müssen wir uns dann weiter vorarbeiten durch das Netzwerk, aber das machen wir sicherlich nicht mehr in dieser Folge. Ich habe hier die Schienenstücke erstmal rausgelassen, um einen ganz guten Indikator dafür haben, wenn ich wieder die nächste Folge dann aufnehme, wo ich hier überhaupt aufgehört habe in dieser Folge. Und diese Kreuzung hier steht zumindest noch so halbwegs, also der Split hier in diese Richtung. Für den ankommenden Verkehr nicht ganz, das wird jetzt ein bisschen blöd, weil hier halt dieser Zug im Weg steht. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt. Ja, wie angekündigt, sehr, sehr viel Zeitraffer in dieser Folge, aber so ist es nun mal. Also bei so größeren Netzumbauten, wo es halt am Ende dann doch nicht so viel Neues gibt, gibt es jetzt wahrscheinlich eher weniger, auch noch im weiteren Verlauf des Let's Plays. Aber ich versuche immer, möglichst viel im Zeitraffer zu machen und dann zu erklären, was ich gemacht habe. Ich denke, das hat sich auch als ganz, ganz gut herausgestellt. Ja, wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Dann bewegt sich die Walze weiter in diese Richtung. Da wird es dann auch nicht mehr ganz so kompliziert. Dieser Bahnhof hier ist nicht so komplex wie der Bahnhof hier oben. Also bei weitem nicht so komplex. Und wenn es dann nach hier unten geht, hier ist noch einmal eine Kreuzung, aber hier ist keine Strecke zweispurig, das ist also kein Problem. Und diese ganze Wartungsgeschichte, die können wir dann auch wieder rausnehmen. Das heißt also, eigentlich durch das, was ich jetzt hier mache, wird die ganze Strecke wesentlich oder das ganze Netz wesentlich einfacher. Auch wenn es jetzt hier eben nicht danach aussieht. Aber ich finde, ja doch, das ist schon ganz gut geworden. Muss man nur dann sehen, wenn die Züge wieder fahren, ob das auch tatsächlich funktioniert. Ja, wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder und bis dann.